macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jaus mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Tag. Zum Ende bringt der halben Jauz mit Freude bringt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland kurz von Tag. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen gemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensohn, bringt mit sich lauter Freude und Wund. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Ganz herzlichen Dank euch Musikern für dieses schwungvolle Begrüßungslied Zweiter Advent heute. Ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Und heute kann ich auch so ein bisschen nach rechts und links schauen, weil hier sitzen tatsächlich leibhaftige Menschen wieder. Heute zum ersten Mal wieder seit einigen Wochen. Seid herzlich gegrüßt, alle, die ihr hier seid zum Gottesdienst, aber auch ganz herzlich willkommen, alle, die ihr jetzt von wo auch immer unseren Gottesdienst mitverfolgt. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass heute genau vor einem Jahr am Königsplatz dieses schreckliche Unglück passiert ist, dass ein Mensch ums Leben gebracht wurde. Damals hat noch keiner an Corona gedacht. Mittlerweile ist viel passiert. Auch manch Schweres, manch Dunkles. Und mir geht es gerade so, diese Jahreszeit ist schon ein bisschen dunkel irgendwie, ne? Wie immer so im Herbst, im beginnenden Winter, und es drückt so ein bisschen aufs Gemüt. Und dann haben wir ganz gute Traditionen ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir in dieser Zeit Kerzen anzünden. Und das wollen wir natürlich auch heute machen. Heute dürfen wir schon zwei Kerzen anzünden und das möchte ich jetzt machen. Die Kerzen sind für mich so ein Symbol, ein wunderschönes Symbol, dass es Licht wird und dass es hell wird. Fängt ganz klein an, zittert noch so ein bisschen am Anfang, aber dann verbreitet es doch ganz schönes, helles Licht. Und es wird je länger, je mehr. Dritte Kerze, vierte Kerze und dann die Lichter am Baum. Ich wünsche mir, dass du das für dein Leben so sagen kannst, dass es so eine Entwicklung gibt, dass du gerade jetzt in diesen Tagen auch merkst, es wird hell. Es wird Licht, es gibt Hoffnung. Wir haben eine personifizierte Hoffnung. Wir haben Jesus Christus, den Herrn und Heiland und Erlöser. Um den geht es auch heute in diesem Gottesdienst. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass er hineinstrahlt mit seiner Hoffnung, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart in deine Situation genau jetzt. Und du merkst, dass es hell wird und Licht wird. Und darum möchte ich jetzt gern beten. Wer hier aufstehen möchte, kann es gerne tun. Lieber Herr, danke, dass du da bist, mittendrin in dieser Zeit. Eine herausfordernde Zeit. Auch für viele eine dunkle Zeit.
Nicht nur wegen dem Wetter draußen und den langen Nächten, sondern auch wegen manchem, was uns belastet und bedrückt, das Leben auch dunkel macht. Denken auch an die Familie, die vor einem Jahr jetzt den Vater, den Ehemann, den Freund, den Kollegen verloren hat. Und ich bete, dass durch diesen Gottesdienst auch heute dein Licht hineinstrahlt, ein Licht der Hoffnung, der Zuversicht. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du das Licht der Welt bist. Und ich bete, dass wir es ganz persönlich erfahren, auch heute. Danke jetzt für diesen gemeinsamen Gottesdienst, den wir in deinem Namen feiern, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ja, hier im Raum gibt es eine ganz einfache Regel, kann man sich gut merken. Bei Gesang und Gang haben wir die Masken an. Wir aus der ersten Reihe sind davon ausgenommen, weil es dann doch ein bisschen aufwendig wird, ständig hier Masken aufzuziehen und wieder abzuziehen mit den Mikrofonen. Aber ihr anderen bitte, wenn ihr singt und euch bewegt im Raum, dann zieht die Masken einfach aus. Zu Hause hast du diese Herausforderung nicht. Aber du erlebst dafür den Gottesdienst auch nicht hier persönlich mit. Von daher haben wir doch hier auch einen kleinen Vorteil. Es gibt in unserem Bund Freievangelischer Gemeinden schöne Traditionen. Und eine Tradition ist, dass wir immer in dieser Adventszeit ein gemeinsames, deutschlandweites Projekt haben, ein Spendenprojekt haben, Gemeinden helfen. Und da geht es meistens um Unterstützung einer Gemeinde oder eines Projekts in Südosteuropa. Und dieses Jahr geht es um ein Projekt in Bulgarien. Wir sehen dazu gleich ein paar Bilder und ich möchte einen kurzen Text auch vorlesen, damit ihr versteht, um was es geht, und lade natürlich im Anschluss ein, da zu spenden, auch wer das möchte. Die Bankverbindung wird im Abspann eingeblendet und ihr könnt es sehen, wohin ihr das Geld überweisen könnt. Der kurze Text lautet so: Montana liegt im Nordwesten Bulgariens und ist von den Folgen extremer Armut gekennzeichnet. Prostitution von Roma-Mädchen und Menschenhandel sind gepaart mit mangelnder Bildung. In der Mitte des heruntergekommenen Dorfes Dalgodelci steht ein von französischen Missionaren gestiftetes Haus. Mieter ist die Union evangelikaler kongregationaler Gemeinden. Unser Partnerbund will es zu einem christlichen Zentrum ausbauen. Und jetzt sehen wir irgendwo, da ist das Haus, genau. Und jetzt kommt auf dem nächsten Bild, kommen dann auch zwei Personen. Das ist genau für die 84-jährige Penka ist dieses Haus ein Ort der Hoffnung geworden. Die ehemalige Grundschullehrerin strahlt die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes aus. Mit ihrem verstorbenen Mann hatte sie begonnen, eine Gemeinde zu gründen. Inzwischen wird sie von Tanja, einer 35-jährigen Roma, unterstützt. Mit dem Haus haben sie neue Möglichkeiten. Es ist zwar teilweise verfallen, hat aber eine gute Substanz. Im großen Raum feiern sie Gottesdienste, zu denen zahlreiche Besucher kommen. Jetzt können wir die nächsten Bilder uns anschauen. Genau, da geht es gleich weiter. Mit Hilfsdiensten erreichen sie über 100 Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche. 40 Schulkinder aus Dalgodelci bekommen im christlichen Gemeindehaus ein Frühstück. Sie stammen aus armen Landarbeiterfamilien, die von weniger als einem Euro pro Tag leben müssen. Nach der Schule zieht es sie wieder dorthin zum Mittagessen und Hausaufgabenhilfen. In Zukunft soll hier eine Suppenküche entstehen, doch dafür fehlen die nötigen Mittel. Wie erreicht man in Montana Menschen mit dem Evangelium? Keinen Unterschied machen zwischen Zigeunern und Bulgaren. Helfen und beispielhaft vorbildlich leben, ist Penka überzeugt. Ihr Traum ist es, das ehrwürdige Haus zu einem geistlichen Zentrum für den Nordwesten Bulgariens auszubauen, eine Verteilstation für Pakete zum Leben und ein Ort, an dem Menschen spüren, dass Gott sie liebt. Und dazu können wir beitragen mit unserer Spende. Ich lade herzlich ein, dazu zu spenden und Geld zu geben, sodass dort in diesem Haus wirklich geistliches Leben noch mehr möglich wird. Wie schön wäre das und welch eine schöne Freude zu Weihnachten, wenn Sie dann hören, wie viel Geld Sie zur Verfügung bekommen. Und auch wir, auch du kannst dabei mithelfen. Ganz herzlichen Dank. Okay, könnte ich ein bisschen mehr Licht haben? Ich finde es gerade ziemlich dunkel hier vorne. Ja, das ist schön, weil jetzt
sehen. Ja, wunderbar, es wird Licht. Ja, das ist heute, haben wir schon mal gehört. Jetzt bitte ich den Dirk nach vorne zu mir. Dirk wird heute predigen und ich werde ihm zwei kurze Fragen stellen. Die haben wir schon vorher vorbereitet. Ne? Genau, das ist der Dirk. Dirk, wir haben von Advent und Weihnachten gesprochen. Gibt es in deiner Familie so Traditionen, wenn es um diese Advents- und Weihnachtszeit geht? Was könntest du dazu sagen, berichten so persönlich? Ja, also es gibt den Weihnachtsbaum und den, da suchen wir immer einen aus, gemeinsam als Familie, meistens mit meinem Vater, der so ein bisschen darauf achtet, dass der besonders krumm ist. Das wird immer dann herausfordernd, den aufzustellen. Da gibt es dann bestimmte Techniken, wie man den dann in so einen Ständer reinkriegt auch. Okay. Und ja, das ist auch schon in der Adventszeit dann so, er liest viele Geschichten vor. Ja. Also auch das, Adventsgeschichten bei Teelicht und Kerzenschein. Und an Heiligabend werden die Kinder dann erstmal immer weggeschickt, erstmal so ein bisschen in den Bereich, wo sie dann Hörspiele hören können und so. Und dann heißt es, okay, und wenn die Glocken läuten, die kommen vom Band, also die werden dann per Stereoanlage eingespielt. Und wenn die Glocken läuten, dann dürfen wir reinkommen, dann ist dann sehr schön alles am Leuchten. Ja, und dann sagt er dann immer, das Leuchten, das hat das Christkind gebracht. Aha. Und ihr glaubt es bis zum heutigen Tag? Selbstverständlich, aber wir werden nicht mehr weggeschickt. Ah. Manchmal dürfen wir sogar auch eine Kerze anzünden. Ah, wunderbar. So ändert sich die Tradition im Laufe der Zeit. Aus, ja. Ja, sehr, sehr gut. Genau. Für dich so ein Wunsch jetzt für diese Adventszeit, für diese Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, gibt es irgendwas, wo du sagst, dieses Jahr wäre es besonders schön, wenn dieses oder jenes passieren würde? Ja, es ist eigentlich den Wunsch, den ich in jeder Adventszeit habe, erstens so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das hat man ja manchmal. Ich habe mir das auch nochmal besonders vorgenommen, zünde jeden Tag so ein Teelicht an und versuche zumindest so lange zu warten, bis es oben so ein bisschen flüssig ist. Ja. Okay. Also ganz, zumindest eine kurze Zeit zu haben. Und tatsächlich, warum? Um Gott zu begegnen. Also um das zu erleben, dass da Bewegung drin ist, dass Jesus lebendig ist und dass wir uns daran erinnern, dass er uns begegnet, dass wir was, ja, dass wir was von ihm erwarten. Mhm. Da bin ich schon so ein bisschen auch in der Predigt drin, da geht es auch um Erwartungen, also okay. Ihn erwarten, ja. Der kommt, der schon längst da ist. Müssen wir jetzt, warten wir noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Geduld, ja, das genau. Hat ja auch was mit Weihnachten, sehr gut. Ganz herzlich Dank, freuen wir uns auf die Predigt. Ja, ja, du darfst spannend. Noch mal Platz nehmen oder wir dürfen noch mal Platz nehmen, weil wir jetzt miteinander singen. Zeit des Lobpreises haben. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Manchmal fällt es gar nicht so leicht, Gott zu loben und zu preisen. Auch und gerade jetzt in der Adventszeit, weil Erwartungen, die wir an Gott haben, nicht erfüllt werden. Und wir fragen uns, Herr, wie lange noch?
Will you look the other way? How long, oh Lord, must I wrestle with my thoughts and every day have such sorrow in my heart? Look on me and answer, oh God, my Father, bring light to my darkness before they see me fall. Will ich in deine Liebe vertrauen. Ja, mein Herz soll sich freuen. Dennoch singe ich von deiner Liebe zu mir. Denn du warst gut, Herr, und du wirst gut zu mir sein. Still I sing of
Gott ist dein Name. Meine Seele singt Jahwe. Mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer sing ich von deiner Gnade. Du warst, du bist, du bleibst Jahwe. Mein ewig treuer Gott bist du. Wunderschön du bist, bezeugt die unberührte Welt. Und alles, was atmet, ist deinem Namen unterstellt. Du hast keinen Anfang, du hast kein Ende, du hast schon immer existiert. Und aus Liebe gabst du dein Leben, damit der Tod die Kraft verliert. Jahwe, ewig treuer Gott ist dein Name. Meine Seele singt Jahwe. Mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer sing ich von deiner. Du bist, du bleibst, Jahwe. Mein ewig treuer Gott bist du. Ich komm mit Lobpreis und Anbetung von meinem Gott der Höhe, Gott der Nähe, Gott der Stärke, dir gehört mein Lob. Ich komm mit Lobpreis und Anbetung von meinem Gott der Zuflucht, der Vergebung, König Jesus, dir gehört mein Lob. Ich komm mit Lobpreis und Anbetung von meinem Gott der Höhe, Gott der Nähe, Gott der Stärke, dir gehört mein Lob. Ich komm mit Lobpreis und Anbetung von meinem Gott der Zuflucht, der Vergebung, König Jesus, dir gehört mein Lob. Ist dein Name, meine Seele singt Jahwe, mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer sing ich von deiner Gnade, du warst, du bist, du bleibst Jahwe, mein ewig treuer Gott bist du. Ewig treuer Gott ist dein Name. Meine Seele singt Jahwe. Mein ewig treuer Gott bist du. Jahwe, für immer sing ich von deiner Gnade. Du warst.
friend when no one else knows your name. A light that shines when all the world goes dark. A hand that holds you when you fall apart. His name is healing of your deepest. Stronger than him.
Angst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Nicht unser Zuhause, wir sind unterwegs. Sehnsucht tief in unserem Herzen, nach dem Ziel, das vor uns liegt. Du hast versprochen, du kommst wieder und uns ist an zu dir. Wir sind Könige und Priester, das Beste liegt noch vor uns. Wir erwarten diesen Tag, wenn du endlich offenbarst, was kein Auge je gesehen hat. Offenbarst, was kein Ohr jemals vernommen hat. Du, der allerhöchste König, thronst majestätisch. Unser Weg zu dir ist offen, denn der Tod ist selbst gestorben. Voller Schönheit, voller Wunder, wir bestaunen. Schöpfung, wir werden sehen, weil wir jetzt hier erwarten diesen Tag, wenn du endlich offenbarst, was kein Auge je gesehen hat. Wir erwarten diesen Tag, wenn du endlich offenbarst, was kein Ohr jemals vernommen hat. Oh, 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 oh. Es kommt dein Reich, Frieden und Gerechtigkeit. Wir werden vor dir stehen, Jesus in deine Augen sehen. Wir werden vor dir stehen, Jesus in deine Augen sehen.
offenbarst, was kein Auge je gesehen hat. Wir erwarten diesen Tag, wenn du endlich offenbarst, was kein Ohr jemals vernommen hat. Also wenn man bei diesem Lied nicht irgendwie den Groove gekriegt hat, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also herzlichen Dank euch, das war... Und die Botschaft dahinter ist so cool, das ist so eine Freudenbotschaft. Ja, wir erwarten diesen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ja? Vielen Dank euch, dass ihr das so hineingesungen habt und gespielt habt, richtig gut. Ich lese den Predigttext. Es ist ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium, eine ja, doch dramatische Geschichte mit einem spektakulären Verlauf. Johannesevangelium Kapitel 11. Lazarus stirbt. Lazarus aus Bethanien war krank geworden, aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Wir gehen nach Judäa zurück. Sie antworteten: Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt, und nun willst du zu ihnen zurückkehren? Jesus sagte: Der Tag hat 12 Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft er aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken. Sie antworteten: Herr, wenn er schläft, dann geht's ihm bald besser. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede nur vom Schlaf. Da sagte Jesus ihnen ganz offen: Lazarus ist tot. Und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war, so wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir jetzt zu ihm. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu seinen Jüngern, zu den anderen Jüngern: Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen, vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du mir das? Sie antwortete: Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr, unser Lehrer ist hier und will dich sehen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen, auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Komm und sieh es selbst, Herr, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht, hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein, Herr, der Geruch, er liegt doch schon 4 Tage im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Viele Leute aus der Stadt, die zu Maria gekommen waren und alles miterlebt hatten, kamen zum Glauben an Jesus. Eine dramatische Geschichte. Dirk wird jetzt gleich darüber predigen. Ich bitte dich nach vorne. Ich möchte gerne für dich beten und dann hören wir die Predigt. Lieber Herr, wenn wir hineingenommen werden in diese Geschichte, dann kommen wir zum Staunen. Danke, dass du alle Macht hast. Und ich bete, dass jetzt etwas deutlich wird in dieser Predigt von deiner Macht und Größe. Und ich bete, dass du, Dirk, gebrauchst, uns das ins Herz zu sagen. Amen. 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 Dankeschön. Bridget. Yes. Ja, ich weiß nicht, der wievielte Advent das ist, den du erlebst. Für mich ist es der 38. Und es ist der 11. Advent, den ich sozusagen als Pastor erlebe. Und ich glaube, dieser Advent 2020, der wird nochmal, und auch Weihnachten wird nochmal anders, als wir das so kennen. Wahrscheinlich anders, als du das auch erwartet hast, so noch am Anfang des Jahres. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr vielleicht schon früher Geschenke einkaufen, weiß ich nicht, ob ihr das schon gemacht habt, ob ihr das vorgenommen habt, zumindest wie so jedes Jahr. Möglicherweise werden die Schlangen so noch ein bisschen länger werden. Dafür hat man dann im Geschäft ein bisschen mehr Platz, weil man da fast alleine ist. Mancher Familienbesuch wird wohl ausfallen oder zumindest gekürzt werden. Der Gottesdienst, der findet online vielleicht zu Hause gemütlich vor dem Fernseher statt und nicht in der vollen Kirche. Es wird anders, anders als erwartet. Aber vielleicht ist es ja auch eine Chance, habe ich mir gedacht. Denn zumindest mir geht das so, immer dann, wenn etwas so ein bisschen anders ist, als ich das eigentlich kenne, dann schaue ich noch mal ein bisschen genauer hin. Dann gucke ich noch mal, dann fällt mir das eine oder andere vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf. Eins bleibt in den Jahren immer gleich und das darf ich jetzt, wie gesagt, auch schon seit fast 11 Jahren auch predigen. Wenn man an Weihnachten mal predigt, geht es immer um dieselbe Botschaft. Also es geht um denjenigen, den wir da erwarten, um die Geburt von Jesus,
eigentlich schon erwartet haben. Damals, vor 2000 Jahren, feiern wir, also diese Geburt feiern wir an Weihnachten. Für die meisten ist es keine wahre Neuigkeit mehr. Aber wie war das beim allerersten Weihnachten? Die Juden damals hatten einen Messias erwartet. Jemanden, der sie aus der Fremdherrschaft der Römer befreit. Der das jüdische Volk sammelt und politisch gesehen Frieden schafft. Mit Jesus kam aber ein Messias, der wirklich so ganz anders war, als die Menschen es erwartet hatten. Und nicht nur so die sogenannte Heilige Nacht, also die Geburt von Jesus in diesem Stall war so, sondern auch später zieht sich dieses Merkmal durch das Leben von Jesus durch. Er ist irgendwie anders. Er ist anders, als die Menschen das erwarten. Jesus pflegt Tischgemeinschaft mit Prostituierten und Betrügern. Er verbringt Zeit mit Kindern, anstatt einfach nur Vorträge zu halten für Erwachsene. Er kümmert sich nicht so sehr um die Regeln, die die frommen Juden aufgestellt haben und so weiter. Und dadurch enttäuscht Jesus auch immer wieder. Bis zu seinem Ende, der Tod am Kreuz, sozusagen der Inbegriff von Enttäuschung. Bist du schon mal von Jesus enttäuscht worden? Ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, die wir gerade schon gehört haben. Eine Geschichte von Erwartungen und Enttäuschung, die Johannes da erzählt. Da sind also diese drei Geschwister, Maria, Martha und der Lazarus. Und sie alle drei wohnten in diesem Ort, Bethanien, ein kleiner Vorort von Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer entfernt. Und von Maria und Martha lesen wir auch an anderen Stellen in der Bibel, ihr Haus war so wie so ein Rückzugsort für Jesus. Er war da häufig zu Gast, war da eingeladen, hat also dort sicherlich gut gegessen, hat auch dort mal übernachtet. Und sie waren wirklich gut befreundet, das wird hier auch nochmal betont. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Ich finde das übrigens toll und muss sagen, das habe ich mir noch mal so ein bisschen zum Vorbild auch genommen. Jesus hat also nicht nur dienstliche Freunde gehabt, nicht nur diese 12 Jünger, mit denen er die ganze Zeit unterwegs war, sondern der hat auch ganz bewusst weitere Leute gekannt, mit ihnen Zeit verbracht. Ich finde das irgendwie toll. Und dann heißt es, Lazarus aus Bethanien war krank geworden. Aus der Bibel erfahren wir nicht, was für eine Krankheit der Lazarus hier hatte. Aber es wird wohl etwas Lebensbedrohliches gewesen sein. Vermutlich waren auch schon mal ein paar Ärzte bei ihm und haben irgendwie abgewinkt, gesagt, dem können wir irgendwie nicht mehr helfen. Und Maria und Martha wenden sich an Jesus. Jesus ist die beste Anlaufstelle für dich. Und dann steht hier aber etwas, was man irgendwie nicht richtig verstehen kann, finde ich. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an demselben Ort. Ist das nicht krass? Also ich weiß nicht, ob du einen besten Freund hast oder eine beste Freundin. Aber was du von dem erwarten würdest, wäre doch irgendwie was anderes, oder? Erwartet man so ein Verhalten von Jesus? Ist ein richtig guter Freund, der Lazarus, der ist krank und Jesus bleibt einfach noch 2 Tage in Galiläa, dort am Jordan sitzen. Und dabei hat doch Jesus die Macht, Wunder zu tun. Das hatten die Leute bis zu dem Zeitpunkt schon ganz oft erlebt. Da hatte er schon Kinder geheilt, er hat Blinde wieder sehend gemacht, Lahme wieder gehend. Er hat sogar schon die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Ja. Und das Ding ist, wir erfahren hier gar nicht, dass Jesus noch irgendwas Besonderes gemacht hätte. Dort am Jordan. Eigentlich nichts. Er wartet einfach. Er wartet einfach 2 Tage lang, bewegt er sich nicht vom Fleck. Ich habe gedacht, das ist ja fast so, als wenn ich irgendwie den Notruf rufe und am anderen Ende meldet sich der Notarzt und nimmt mein Problem zur Kenntnis und dann geht er nochmal eine Runde, schmiert sich ein Butterbrot und spielt mit seinen Kollegen noch ein paar Runden Kicker und irgendwann 3 Stunden später kommt er erst vorbei. Nach 2 Tagen sagt Jesus erst zu seinen Jüngern, wir gehen nach Judäa zurück. Und was ist in dieser Zeit mit Lazarus passiert? Er ist gestorben. Da gibt es keinen Zweifel. Mausetot ist er. Und da es damals keine Möglichkeit gab, den Leichnam irgendwie zu kühlen und es in Israel ja meist recht warm ist, hatte man Lazarus also auch schon beerdigt. Und so kommt es, dass Jesus also nicht nur die letzten paar Tage von seinem Freund Lazarus seines Lebens verpasst, sondern sogar bei seiner Beerdigung ist er nicht dabei.
Und dann kommt er. Und als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Hier kann man diese Enttäuschung von Martha, ich glaube, die kann man da wirklich raushören. Und das kann man gut verstehen, oder? Also diesen Vorwurf auch an Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Glaubensleben? Herr, wenn du dafür gesorgt hättest, dass ich meinen Job behalte, dann hätte ich heute keine finanziellen Probleme. Jesus, wenn du mich in eine andere Familie gegeben hättest, dann hätte ich heute nicht so viele Probleme in meiner eigenen Familie. Jesus, wenn du mich damals bewahrt hättest vor den Mobbing-Attacken meiner Mitschüler, dann hätte ich vielleicht heute nicht so Probleme, Beziehungen aufzubauen. Vielleicht hast du schon einmal gebetet und es ist nichts passiert. So wie Maria und Martha, da hast du nach Jesus gerufen, du hast gewartet und er kam einfach nicht. Und jetzt ist es zu spät, oder? Bist du schon von Gott enttäuscht worden? Die Frage ist ja, wie gehst du mit Enttäuschungen um? Manche Menschen wollen das, glaube ich, einfach nicht wahrhaben. Sie verharmlosen dann. Ah, ist ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hätte ich ja auch gar nicht so viel erwarten müssen. Und dann versucht man, sich vielleicht irgendwie abzulenken, um den Schmerz nicht so zu spüren. Manche Menschen ziehen sich auch eher zurück. Sie wollen mit keinem mehr etwas zu tun haben. Und vielleicht gefällt man sich ja dann sogar so ein bisschen in dieser Rolle des Selbstmitleids. Ja, mir geht es auch wirklich schlecht. Und ich habe das auch alles gar nicht so verdient. Ich finde das beachtlich, wie Martha hier mit ihrer Enttäuschung umgeht. Sie geht auf Jesus zu. Sie zieht sich nicht zurück und will mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Nein, sie geht zu Jesus hin und sie kotzt das Jesus vor die Füße. Als Kinder Gottes dürfen wir genau das. Schaut ruhig zwischendurch mal in dieses Buch der Psalme. Wie oft wird da Jesus, oder also Gott sozusagen in Liedern vor die Füße gekotzt? Wer meint, er müsse im Gebet nur die guten und formulierten Worte zusammensuchen, der hat irgendwie nicht verstanden, dass Gott uns so liebt, wie wir sind und möchte, dass wir echt bei ihm sind. Also gib ruhig zu, dass du enttäuscht worden bist. Und geh zu dem Ort deiner Enttäuschung. In dem Fall geh zu Jesus. Bleib an Jesus dran. Heul dich bei ihm aus. Kotz dich ruhig auch mal bei ihm aus. Er hält das aus. Übrigens möchte ich dich heute herausfordern, Enttäuschung noch einmal neu zu denken. Ich glaube nämlich, Enttäuschungen bieten immer die Möglichkeit, ja, sie sind sogar wichtig, um Gott näher kennenzulernen. Um enttäuscht zu werden, muss man sich nämlich zuerst einmal getäuscht haben. Darum sind wir Menschen auch immer wieder enttäuscht von Gott, weil er eben nicht unseren Vorstellungen entspricht. Wir haben uns dann also in Gott getäuscht. Wir sind dann einer Täuschung unterlegen. Aber das heißt nicht, dass Gott uns täuscht. Dass wir enttäuscht sind, das liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns, an unseren falschen Erwartungen und unseren falschen Vorstellungen. Darum klingt das vielleicht komisch, wenn ich das heute Morgen so sage und dich herausfordern möchte zu einem ersten Erwarten. Lass dich immer wieder enttäuschen von Gott und erwarte Neues. Diese Herausforderung, die gilt übrigens für alle. Ob du vielleicht heute das allererste Mal in einem Gottesdienst bist oder du schon von Kind auf jede biblische Geschichte auswendig kennst. Vielleicht ist es sogar, habe ich mir gedacht, für langjährige Christen manchmal schwieriger. Ich erlebe Christen, die Angst haben vor Neuem. Das Problem ist dann, dass ich zum Beispiel in der Beschäftigung mit der Bibel einfach bestimmte Themen auslasse, weil ich am Ende Angst davor habe, dass sich mein eigener Glaube verändert. Aber
Das ist doch eigentlich nur lebendiger Glaube, oder? Wenn wir Gott immer besser kennenlernen. Und wie soll das gehen, wenn wir meinen, jetzt haben wir Gott begriffen? Es ist wichtig, glaube ich, dass wir immer wieder unsere Gottesbilder hinterfragen. Und ich habe ein Bild mitgebracht, weil ich finde, dass das ganz gut symbolisiert, und zwar eine Weltkarte von 1457. Jetzt hoffe ich, dass man das hier im Saal auch noch sehen kann, so grob. Also ganz rund, ganz voll, überall ein bisschen Welt mit drauf. 1457 gezeichnet von dem venezianischen Mönch Fra Mauro. Und Mauro hat versucht, alles Wissen der damaligen Zeit schlüssig in einer Karte zusammen unterzubringen. Und dann hat er auch ausführlich erklärt, hat ganz viele Anmerkungen gemacht und erklärt, warum denn auch wirklich die Erde ihre Grenzen dort finden würde, wo die Karte endet. Und dann gibt es noch eine zweite Weltkarte, die ich mitgebracht habe. Und zwar eine spanische Weltkarte aus dem Jahr 1525. Also nur ein paar Jahre später, die sogenannte Salviati-Planisphäre, also eine ganz andere Karte. Hier ist man davon ausgegangen, dass, also man ist anders vorgegangen, man hat anstatt imaginäres Material in seine Karte mit einzubeziehen, hat man die unerforschten Gebiete, an den Stellen hat man es einfach leer gelassen. Platz, um auch zur zukünftigen Erforschung einzuladen. Ich finde, das ist ein tolles Bild. Ein tolles Bild, wenn es um die Erkenntnis Gottes geht. Neu zu erwarten. Lasst uns Mut haben, Karten zu zeichnen, auf denen deutlich wird, dass wir vieles eben noch nicht wissen. Das ist herausfordernd. Und man fühlt sich vielleicht dann auch ein bisschen unsicher. Ich muss sagen, ich habe mein Studium in Eversbach ein Stück weit so erlebt. Dort ist mein Gottesbild ganz gehörig ins Wanken geraten. Aber schließlich hat es mir gut getan, weil ich Gott immer besser kennengelernt habe. Wenn du dich darauf einlässt, dann ist das die Chance, Gott ganz neu entdecken zu können. Martha und Maria verstehen Jesus nicht. Warum heilt Jesus Lazarus eigentlich nicht? Und ich glaube, Jesus möchte ihnen Neues über sich zeigen. Und übrigens, wenn Jesus alle unsere Erwartungen erfüllen würde, dann hätte er nie die Möglichkeit, unsere Erwartungen zu übertreffen. Wenn Gott alle unsere Erwartungen erfüllen würde, dann könnte er sie nie übertreffen. Und nur weil du dir nicht vorstellen kannst, was die Lösung deines Problems sein könnte, heißt es nicht, dass es keine gibt. Du hast einen lebendigen Gott an deiner Seite. Ein Gott, der größer ist. Ja, und jetzt geht es um unseren Glauben. Schauen wir noch mal rein in die Story. Denn als Martha Jesus gegenübersteht, da flackert doch so ein kleiner Funken Glauben in ihr auf. Martha sagt zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Was meint Martha hier eigentlich damit? Wagt sie das wirklich, an eine Totenauferstehung zu denken? Das ist doch eigentlich das Einzige, was jetzt hier noch in Frage kommt. Kennst du das? Dieses Aufflackern von großem Glauben? Und Jesus antwortet, dein Bruder wird auferstehen. Und sie? Ich weiß, erwidert sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Verrückt, oder? Jetzt hört Martha doch genau das, was sie so langsam angefangen hat zu glauben. Und dann macht sie wieder einen Rückzieher. Ich muss sagen, ich finde die Stelle total großartig, weil ich mich da selbst total drin wiederfinde. Auch ich kenne solch einen Glauben, der manchmal echt groß ist, der Großes erwartet und der dann auf einmal wieder vor seinem eigenen Mut erschreckt. Nach jüdischem Glauben gab es die Auferstehung am jüngsten Tag oder am letzten Tag, wie es hier heißt. Das konnte sie sich irgendwie vorstellen. Ja, und das war ja dann auch noch ein bisschen hin, dieser letzte Tag. In so ferner Zukunft kann man sich doch vieles vorstellen, oder? Ich glaube, dass wir hier von Martha, das, was wir hier von Martha erfahren, das zeigt auch, wie unser Glaube manchmal ist. Ich glaube, ganz oft pendelt unser Glaube zwischen diesen zwei Polen, zwischen Vergangenheit
und Zukunft. Und dabei bleibt er irgendwie ziemlich klein. Wir haben vielleicht heute ein Problem und wir beklagen uns, aber wir beklagen uns entweder bei Gott über die Vergangenheit, Jesus, hättest du damals so oder so gehandelt, oder wir verschieben unsere Erwartungen in eine, ja, möglichst ferne Zukunft, spätestens in der Ewigkeit, Jesus. Ja, da kannst du ja einiges machen. Kann das sein, dass es die größte Strategie des Teufels ist, unsere Erwartungen in Jesus in die Vergangenheit zu setzen oder uns zu vertrösten in die Zukunft? Nach dem Tod werden alle deine Tränen abgewischt werden. Ja, das stimmt auch. Aber vergessen wir nicht manchmal das Hier und Jetzt darüber? Kann es sein, dass dein Glaubensleben im Moment vielleicht sogar tot ist, weil du eigentlich damit nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebst? Du kannst die Vergangenheit ja nicht ändern, du kannst die Zukunft nicht kontrollieren. Aber dann wirst du das verpassen, was Gott dir heute schenken möchte. Ich muss sagen, das ist, wenn ich so an diese sogenannte Corona-Zeit denke, auch mehr etwas, wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass da eine Gefahr drin steckt. Dass wir vielleicht einfach nur warten, dass wir uns zu dieser sogenannten Normalität irgendwie zurücksehnen und ansonsten aber auf der Pausetaste stehen und am Ende verpassen, dass Jesus vielleicht heute handeln möchte. Wir haben einen Gott mit dem Namen Yahweh. Ich bin. Das ist ein Gott der Gegenwart. Jesus sagt, wenn du mich in die Situation jetzt hineinbringst, dann vollbringe ich Wunder. Und ich wünsche mir persönlich, dass ich da mutiger werde. Denn oft ist mein Gebet auch so ein bisschen relativierend und nicht mutig. Vielleicht kennst du das ja auch. Letzte Woche hat mir ein Freund gesagt, ja, aber wenn ich von Jesus Großes erwarte, was mache ich eigentlich dann, wenn nichts passiert? Ja, genau. Das kann ich richtig gut verstehen. Und dann bete ich lieber irgendwie allgemein, möglichst wenig konkret, eher klein, weil ich ehrlich gesagt Angst davor habe, was passiert, wenn nichts passiert. Aber Glauben heißt immer, geh einen ersten Schritt, auch wenn es ein gewisses Risiko bedeutet. Mein Wunsch ist, dass wir jetzt mit Jesus rechnen. Darum das zweite, erwarte jetzt. Martha verlässt die Szene ja nicht, bevor Jesus etwas gemacht hat. Jesus lässt sich das Grab zeigen. Es ist eine Felshöhle, in der die Leichname hineingelegt wurden und dann mit einem Stein verschlossen, vermutlich in dem Fall einen großen Stein, den man da vorgestellt hat. Und dann sagt er, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein, Herr, der Geruch, er liegt doch schon 4 Tage im Grab. Nach 4 Tagen, und es war jedem klar, da hat der Verwesungsprozess schon angefangen. Und da wusste jeder, was los ist. Es roch, also besser gesagt, es stank schon gewaltig. Kein Wunder, dass da keiner besonders scharf drauf war, das Grab zu öffnen. Aber da ist vielleicht auch wieder dieser kleine Funken Glauben, denn sie nehmen den Stein tatsächlich weg. Und schließlich ruft Jesus laut, Lazarus, komm heraus! Und der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt, sein Gesicht war mit einem Tuch umhüllt. Und Jesus sagt, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Wow. Was für ein Erlebnis, oder? Oft trauen wir Gott, glaube ich, heute zu wenig zu. Wir haben einen großen Gott. Jesus sagt, wenn euer Glaube auch nur so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Erwarten wir das denn auch? Und erwarten wir Großes und erwarten wir es jetzt? Spannend, oder? Weißt du was, es soll mir heute gar nicht so sehr am Ende aber um Wunder gehen, denn auf die kommt es am Ende gar nicht so an. Um was geht es hier eigentlich? Es geht nicht so sehr um das, was Jesus tut, sondern es geht um Jesus selbst. Es geht um das, wer er ist. Und das, was Johannes hier berichtet, soll unsere Aufmerksamkeit tatsächlich auch auf ihn lenken.
darum endet die Geschichte, glaube ich, auch genau an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie das euch vorhin gegangen ist, aber mir geht es so, dass ich mich so langsam beginne, für den Lazarus eigentlich erstmal zu interessieren. Was ist denn mit dem eigentlich passiert, als der vielleicht dann mal nach Hause gekommen ist, seine ganzen Binden dann abgelegt hatte, sich vielleicht wieder normale Klamotten angezogen hat? Wie ist es mit dem weitergegangen? Fahren wir gar nichts mehr. Denn er ist nicht die Hauptperson. Das macht Johannes hier ganz deutlich. Es geht nicht um Lazarus, es geht um Jesus. Und das steht im Zentrum dieses Bibeltextes. Ab Vers 25, Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Und wenn ich heute von Erwartungen spreche, dann geht es am Ende gar nicht nur darum, etwas zu erwarten. Das auch. Aber unsere Erwartungen sollten wir nicht an etwas festmachen, sondern an jemandem. Und wenn wir dann wissen, dass dieser jemand sowieso unendlich viel mehr tun kann, als wir uns jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können, Epheser 3, Vers 20, dann schreiben wir ihm auch nicht vor, wie er zu handeln hat, sondern dann überlassen wir ihm auch, wie er handelt. Er, der sogar Tote lebendig machen kann. Das können wir uns doch sowieso nicht ausdenken, oder? Vorhin hier dieses Tütchen gefunden, unten im in der Gemeinde lag das. Der Herr ist immer noch größer, als wir denken können. Schön, dass das hier auf diesem Virus draufsteht. Genau so ist es. Das können wir uns gar nicht ausdenken, wie groß Gott ist. Und offensichtlich hat Martha auch diesen Unterschied zwischen etwas und jemanden so ein Stück weit verstanden. Ja, Herr, sagt sie, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da sind wir bei der Botschaft von Weihnachten. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Der versprochene Retter, der Messias. Das ist das Bekenntnis zu dem, um den es tatsächlich geht. Wie gesagt, vor über 2000 Jahren erwarteten die Menschen diesen Messias. Sie hatten Sehnsucht nach diesem Messias. Und heute, an Weihnachten, geht es ja auch um ihn. Hast du Sehnsucht? Hast du Sehnsucht nach Jesus? Und deswegen das Dritte. Erwarte ihn. Denn um ihn geht es. Ich weiß nicht, ob, also meine Theorie ist eigentlich, wenn du Christ bist, wenn du Jesus schon einmal kennengelernt hast, dann kennst du auch diese Sehnsucht nach ihm, nach mehr von ihm. Dann möchtest du am Ende, dass Gott mehr mit dir spricht. Du möchtest ihn hören, du möchtest ihn verstehen, du möchtest mehr das tun, was er sagt, ihm immer ähnlicher werden. Lass uns nicht zufrieden geben mit so ein bisschen Jesus. Wenn du ihn vielleicht nur ein bisschen erstmal kennengelernt hast, aber bleib dran, denn er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Und dieses Leben möchte er uns jetzt schon schenken. Ein Kapitel vorher steht das, Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Er ist ein Leben im Überfluss. Und ich glaube, danach sehnen sich die Menschen. Viele Dinge werden heute ausprobiert, um die eigene Sehnsucht irgendwie zu stillen. Und leider wird manchmal aus Sehnsucht auch Sucht. Aber Menschen sehen sich nicht unbedingt immer nach mehr, sondern sie sehen sich nach etwas anderem. Gott hat die Sehnsucht in uns Menschen hineingelegt nach ihm. Es ist eine innere Sehnsucht. Und manchmal haben wir leider irgendwie den Eindruck, wir könnten diese innere Sehnsucht mit äußerlichen Dingen füllen oder stillen. Es gibt viele Dinge, die wir in dieser Welt erleben und genießen können, aber sie gehören alle zum Segen Gottes dazu. Und Gottes Segen ist dazu da, um unsere Augen auf ihn zu richten, der den Segen gibt. Und dort ist das Leben zu finden. Lasst uns also nicht nach den Gaben, sondern nach dem Geber selbst Ausschau halten und nach ihm uns ausstrecken. Er möchte dir, da bin ich ziemlich von überzeugt, ganz neu begegnen. Er möchte dir jetzt begegnen. Schlussendlich geht es um ihn. Amen. Noch eine Minute Stille, vielleicht um einfach nochmal auf Jesus zu hören.
Vielleicht schreibst du den einen oder anderen Gedanken auf, um ihn mitzunehmen. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist, dass du viel größer bist, als wir das verstehen können. Und mit unseren Enttäuschungen wollen wir zu dir kommen und uns von deiner Liebe überraschen lassen. Wir möchten Großes von dir erwarten. Wir möchten dich erleben. Und danke dafür, dass du lebendig bist. Danke dafür, dass du da bist. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit
Ganz herzlichen Dank, Dirk, für die Predigt. Dieses Bild mit den Landkarten wird mich begleiten. Und ich hoffe sehr für mich, dass ich es zulasse, dass Gott noch nicht am Ende ist mit seiner Karte für mich, mein Leben, unsere Gemeinde, ja, sondern dass er da weiter zeichnen kann. Und ich habe auch bei mir so eine Zuversicht gespürt. Ja, wow, ich will da noch mehr erwarten, will sehen, welches Land er mit uns einnehmen möchte, wo die Menschen sind, die dazukommen, ne, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Vielen Dank, das war sehr, sehr eindrücklich. Ich lade dich ein zum digitalen Kirchencafé. 15 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, nach meiner Rechnung, müsste das dann so ungefähr 11:55 sein, sagen wir einfach 11:55. Ja, 11:55, die Empfänger der Freitagsmail haben einen Link zugeschickt bekommen. Lade ich herzlich ein, wir haben da Zeit miteinander zu reden, Dirk noch eine Frage zu stellen, zur Predigt oder sonst was euch interessiert. Also herzlich willkommen, 11:55 treffen wir uns da digital online. Wenn du jetzt denkst, ja, es ist gut, was ich gehört habe, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich möchte da weiterdenken, brauche auch jemand, der mit mir redet, für mich betet. Im Abspann dieses Livestreams gibt es eine Kontaktadresse, kannst du dich gern hinwenden, Bernhard Schuster. Ist selber bereit oder weiß jemand für dich, der mit dir reden kann, mit dir beten kann. Das ist gut, es soll keiner allein sein, sondern wir wünschen uns wirklich, dass dieses Licht sich ausbreitet, auch in deinem Leben. Kommenden Sonntag feiern wir wieder Gottesdienst. Man kann sich hier wieder anmelden zum Gottesdienst. 50 Leute können kommen. Eberhard Jung wird predigen. Lade ich herzlich ein. Am kommenden Sonntag werden Abendmahl miteinander feiern. Hier vor Ort, aber auch du zu Hause bist eingeladen, Abendmahl mitzufeiern. Ganz schön, das brauchen wir, diese Zeichen, Stärkung, Brot und Wein. Das tut gut. Jetzt gehen wir mit dem Segen Gottes weiter. Wir haben es gerade schon zugesungen. Ich möchte uns ein Bibelwort zusprechen, das, glaube ich, gut hineinpasst in diese Situation. Kommenden Woche, diese Zeit, ich bitte euch hier im Saal einfach aufzustehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In diesem Sinn eine zuversichtliche neue Woche mit viel Erwartungen an Jesus. Sei gesegnet. Amen.